Boah, ist das uselig draußen. Ja, und damit herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Travel and Hike. Ich bin Roland. Ich bin die Alex. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns heute gerne begleiten. Dieses Wochenende soll es an die Mosel gehen und ich hoffe, da ist das Wetter besser als hier. Hier kommt Wasser von oben, als gäbe es keinen Morgen. So, wir machen uns jetzt auf den Weg und dann sehen wir uns später. Bis gleich. Ja, sie werden die restlichen Lebensmittel verpackt und dann kann es losgehen. Und wir hoffen, dass es an der Mosel nicht so verregnet ist wie hier bei uns in Duisburg. Und wir starten wieder im Regen. Der Start ist holprig. Wieder einmal Stau auf der A57. Was auch sonst. Es ist Freitag, Nachmittag. Wir sind zwar zeitnah losgefahren, aber Regen, grau, kalt, Stau. Angekommen bei völliger Dunkelheit, trinken wir jetzt noch mal ein Bierchen und machen uns noch einen Burger. Ich werde versuchen, noch mal ein paar Bilder einzufangen hier vom Platz, obwohl es ist natürlich sehr dunkel und den Rest gibt es dann morgen zu sehen. So, ich sag schon mal gute Nacht und bis morgen. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen was, also richtig ja nicht, aber ich gehe jetzt mal hier rüber zum Reiseschröder. Und nicht schwaben. Doch nicht. Gibt hier so wenig Licht, ja, aber die Burger, den muss ich unbedingt noch mal filmen. Burger gibt es. Heute Abend gibt es Burger. Morgen machen wir Lagerfeuer. Ja. Und morgen machen wir Lagerfeuer, höre ich gerade. Na, damit schauen wir mal. Ja, schönen guten Morgen. So, jetzt schauen wir uns mal heute das Wetter an, heute Morgen. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, aber heute war eigentlich geplant, dass wir eine Wanderung machen am Kalmund-Klettersteig, dem steilsten Weinberg ever. So, und jetzt machen wir uns erstmal einen Kaffee. So, die Nacht hier draußen war sehr ruhig, schön warm. Die Heizung war die Nacht über auf 16 Grad gestellt. Aber jetzt machen wir erstmal hier ein paar Bilder vom Platz. So, und da oben geht der Kalmund-Klettersteig her. Und wenn sich das noch ein bisschen aufklärt, dann werden wir den heute mal gehen. So, und auf die provisorischen Keile sind wir gestern aufgefahren. Ja, der Stellplatz, auf dem wir hier stehen, ist von einem privaten Winzer, der hier auf seinem Privatgrundstück eine kleine Fläche hat, ja, für maximal 3 Vans, wie er selber sagt. So, und bevor wir jetzt uns auf die Wanderung machen, frühstücken wir erstmal. Ja, das Wetter jetzt auf jeden Fall deutlich besser und jetzt ziehen wir uns an und gehen eine Runde wandern. So, im besten Wanderequipment gehen wir jetzt auf den steilsten. Wie heißt der? Ich glaube Weinberg Europas. Weinberg Europas. Vielleicht auch nur Deutschlands, wir wissen es nicht genau. Immer mal wieder, wenn wir nicht wissen, steil. Es ist aber steil, genau. Ja, mit Reis dabei. Ich habe auch noch so Brötchen und Beine. Zum Omnia mache ich die dann. Warm. Ja.
goldenen Bergen. Bitte hoch. Ja, viel Spaß. Treppen sind immer herrlich. Bis gleich. Bis gleich. Die ersten Leute entkleiden sich, ist wohl doch anstrengender als gedacht. Der Chris zieht seine Unterbuchse aus. Ja, und die Alex macht schon mal das Oberteil. Schön am Pumpen, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass die ersten schlapp machen, aber im Moment sind wir beide hier alleine. Passagen und Chris ist hochkonzentriert. Aber das ist nicht. Hochkonzentriert bin ich? Das ist nicht. Geh dann mal mit dem drauf, genau. Und jetzt mit dem hier rein. Ja, und der spontane Regen, Erguss hörte ich jetzt beinahe gesagt, darf natürlich bei so einer Tour auch nicht fehlen. Ich glaube schon, dass das lange dauert. Ja, also so, Chris von der Reiseschröder schachelt schon wieder mit der Hufe und treibt die Gruppe an. Und wir sind jetzt gerade mal beim Zwischenziel. Ja, nach dem Regen haben wir jetzt auch einen kleinen Hagel, Schneeschauer, Graupelschauer, was auch immer, auch noch gehabt. Ja. Ich würde sagen, heute ist alles dabei, wettertechnisch. Also der Kalmund bietet uns da wettertechnisch heute alles. Zeigt sich von seiner besten Seite. Fängt es auch wieder stärker an. Ich hoffe, man kann das jetzt mal auf der Kamera sehen. Schneegestöber. Schneegestöber am Kalmund. Erst der Regen, jetzt der Schneeschauer, Graupelschauer, naja doch, eher Schneeschauer. Schutzhütte in Sicht. Ja, und wenn wir dann da sind, hört das eh auf. Ich glaube, dann sind wir durch mit dem Schneegestöber. Da sieht man jetzt gut, wie das Regenband von rechts nach links rüberzieht. Und jetzt, wo auch die Sonne rauskommt und der Schauer vorbei ist, kommen Sonja und Alex. Die werden schneller, wenn sie weniger quasseln würden. Gipfelkreuz. Und das Wetter heute macht, was es will. Also man könnte meinen, es wäre April, dabei haben wir jetzt Ende Februar. Ja, da vorne ist der Chrissy, ist schon ganz gespannt und kann es kaum erwarten, Richtung Gipfelkreuz zu stürmen. So, Freunde. Wir machen mal einen schönen Ausblick hier. Das schönste Wetter.
römischen Bergheiligtum wieder bei bestem Wetter. Also man könnte echt meinen, es wäre schon April. Also ich würde das Geld mit investieren, so gern ich Ihnen das jetzt vorstellen. So, am Gipfelkreuz des Kalmont-Klettersteigs. Wir überlegen gerade, die Wegfindung scheint jetzt hier gerade etwas problematisch zu sein. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass das Wetter nicht so gut ist. So, das ist jetzt gerade etwas schwierig hier mit dem Abstieg, mit der Wegfindung. Liegt mit Sicherheit auch da. Ja, aufgrund des Regenschauers gerade war die Wegfindung gar nicht so einfach. Ja, zurück von der Wanderung sind wir jetzt hier schon wieder am Bruno, trinken jetzt einen Kaffee, genießen so ein bisschen jetzt den Nachmittag und die untergehende Sonne. Ein paar Sonnenstrahlen haben wir jetzt noch eingefangen. Ja, leider hat die GoPro mal wieder Probleme gemacht, sodass ich den Abstieg gar nicht so wirklich filmen konnte. Das war ein bisschen schwierig da mit der Wegfindung, lag wahrscheinlich auch daran, dass es gerade mal wieder so einen leichten Schneegestöber gab. War wieder sehr ärgerlich. Vielen Dank, GoPro. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier zurück. Die Essensvorbereitungen laufen. Und dann werden wir uns heute einen schönen gemütlichen Abend hier am Camp machen. Hier bei den Vans. So, die Alex ist bei den Vorbereitungen für das Essen. Und zwar gibt es eine thailändische Hähnchenpfanne mit Bohnen. Arbeitet Alex gerne im Dunkeln? Mach dir doch mal Licht an. Brauche ich noch nicht. Wir sind jetzt zum gemütlichen Teil übergegangen, wie ihr seht. Noch ist es hell, aber der Reiseschröder, der Chris, hat sich die allerbeste Mühe gegeben. Jetzt wieder im Bruno, also irgendwie macht hier die GoPro, was sie will. Wir sitzen jetzt im Bruno, essen jetzt gemeinsam und damit lassen wir dann den Abend auch ausklingen. Ja, schönen guten Morgen. So, während der Kaffee läuft, geht die Sonne auf. Wunderbarer Anblick. Ich werde auch richtig schön angestrahlt gerade von der Sonne. Die GoPro streikte gestern Abend immer mal wieder, obwohl eigentlich noch genug Akku vorhanden war. Um die 40% rum, 39 oder auch vorher schon bei 42%. Ja, sobald ich die einschalte, schaltet sie ab. Niedriger Akkustand und fährt runter. Sehr ärgerlich. So konnte ich einige Aufnahmen gestern Abend am Lagerfeuer gar nicht mehr machen. So ist auch der Abend gestern Geschichte. Und wir frühstücken jetzt noch und bereiten uns dann auch schon wieder auf die Abreise vor. Sowas von selbstverständlich. Heute am Abreisetag strahlt die Sonne bereits um 8 Uhr schon vom Himmel.
So, auf geht's nach Hause. Es war ein tolles Wochenende. Und die Sonne begleitet unseren Weg. Durch die kleine süße Ortschaft Brem. Ja, wir sind nur da links reingefahren. Von da unten, aber es ging ja auch. Schon ziemlich viele Probleme gemacht, deswegen konnte ich gar nicht so viel filmen, weil ich hatte nur die GoPro dabei und immer wieder ab 40% Batteriekapazität schaltet sich das Ding ab. Ja, ich hoffe, da sind trotzdem ein paar schöne Bilder raus geworden. Ich hoffe, ich konnte da trotzdem ein schönes Video rausbasteln und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr uns gerne ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein Video online geht. Und in diesem Sinne, tschüss, ciao und servus. Hat er vergessen zu sagen, Roland aus dem Pott. Ciao.